Ist es nicht grundsätzlich besser, einen Call zu kaufen, statt direkt in die Aktie zu investieren? Denn immerhin ist der Call ja deutlich günstiger, also riskiere ich ja auch weniger. Oder etwa nicht? Das klären wir in diesem Video. Hallo liebe Trader, willkommen bei den Börsenstrategen. Was genau bringt es denn, wenn ich in einen Call einsteige, also einen Call kaufe auf eine Aktie? Wie sieht das aus im Unterschied zum Investment direkt in die Aktie? Wo liegen hier die kleinen, aber feinen Unterschiede? Und was ist grundsätzlich empfehlenswerter? Sollte ich eher auf einen Call setzen und eher auf eine Aktie? Das schauen wir uns jetzt mal an. Welche Vorteile habe ich also mit einem Call im Vergleich zu einer Aktie? Beziehungsweise hat denn das überhaupt Vorteile? Beides kaufe ich. Ich kaufe hier also den Call und oder ich kaufe die Aktie und wir schauen uns hier einen beispielhaften Kursverlauf an. Der Kurs steht jetzt hier bei 90 Dollar zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entscheide, einen Call zu kaufen mit dem Strike bei 100 Dollar. Das heißt, ich habe das Recht mit diesem Call zu 100 Dollar die Aktie zu kaufen. Jetzt ist schon die erste Frage, Moment, ich stehe doch hier bei 90, der muss ja erstmal bis 100 steigen. Wenn ich in die Aktie jetzt direkt investiere, dann nehme ich doch schon mal 10 Dollar Kursgewinn mit. Ja, das ist richtig. In diesem Zeitpunkt, da gehen wir davon aus, der Call, der kostet hier 2 Dollar. Ich bezahle also etwas für ein Recht, das mir im Moment noch gar nichts bringt, denn noch habe ich ja gar keinen Preisvorteil. Ich dürfte die Aktie zu einem teureren Preis kaufen, als ich sie gerade an der Börse erwerben könnte. Und das bringt in diesem Fall natürlich noch nichts. Jetzt ist der Kurs weiter gestiegen und ist genau bei dem Strike meines Calls angekommen. Ich habe immer noch keinen Preisvorteil, während ich mit der Aktie schon in diesem Moment bei 10 Dollar Gewinn wäre. Der Kurs steigt aber weiter in diesem Beispiel bis 115 Dollar und das bedeutet, wenn ich in die Aktie direkt investiert hätte, dann wäre ich jetzt schon bei einem Gewinn von 25 Dollar. Die Aktie ist ja von 90 auf 115 Dollar gestiegen. Wie sieht denn das mit unserem Call aus? Mit diesem Call kann ich ja in diesem Moment die Aktie für 15 Dollar kaufen. Aber ihr wisst sicher, das ist nicht der Preis des Calls, denn der besteht ja aus zwei Teilen, dem inneren und dem äußeren Wert. Und falls dir das nicht sagt, dann schau doch hier mal in dieses Video rein, in dem wir auf den inneren und äußeren Wert eingehen. Hier kostet in diesem Beispiel der Call nun also 16,50 Dollar. Der ist jetzt 16,50 wert bei einem Kaufpreis von 2 Dollar. Im Vergleich zur Aktie ist dieser Gewinn natürlich kleiner, aber nur absolut betrachtet. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Die Aktie ist also 25 Dollar im Gewinn. Der Kaufpreis war 90. Wir haben eine Rendite von 27,8%. Wir haben also 90 Dollar eingesetzt und damit 25 Dollar Gewinn gemacht. Das entspricht dieser Rendite. Bei dem Call sieht es dagegen so aus, der war ja am Ende 16,50 Dollar wert bei 2 Dollar Einsatz. Das heißt, der Gewinn beträgt 14,50 Dollar bei eben nur 2 Dollar Kaufpreis. Das ist eine satte Rendite von 725%. Soweit so gut, hier spricht ja offensichtlich alles für den Call. Also weniger Kapitaleinsatz, weniger Risiko, eine fantastische Rendite. Aber Vorsicht, einen Punkt müssen wir definitiv noch beachten. Den schauen wir uns jetzt an. Schauen wir uns dazu noch eine alternative Möglichkeit an, wie sich der Wert ja hätte entwickeln können. Wir sind hier beim gleichen Beispiel geblieben. Ja, also wir sind jetzt wirklich am Call Strike. Und was macht der Kurs jetzt? Ja, wir sehen schon, er macht nicht viel. Er geht ein bisschen drüber, er geht ein bisschen drunter und zum Laufzeitende bleibt er in der Nähe des Call Strikes. Und das heißt in diesem Fall, unser Call verfällt wertlos. Jetzt könnte man sagen, naja, waren ja nur 2 Dollar, aber diese 2 Dollar sind eben weg, während die Aktie 10 Dollar Gewinn gemacht hat. Klares Fazit also, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Die Aktie hat ihre Vorteile, aber die Option hat definitiv auch ihre Vorteile. Wichtig bei der Option ist aber auch immer das Timing, denn im Gegensatz zur Aktie hat eben die Option eine festgelegte Ablaufzeit. Und es gibt eben auch gewisse Faktoren, die auf die Preisbildung von Optionen Einfluss nehmen, wie zum Beispiel die Restlaufzeit oder auch das Volatilitätsumfeld und weitere Faktoren. Schau doch gerne mal in diese Videos rein, wenn dich mehr dazu interessiert, wie der Optionshandel funktioniert. Denn wie immer gilt, dranbleiben, schau dich schlau, bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.